zwar dabei sind und vielleicht bis zum Ende mitgehen. Und bei Coursera ist auch so, da kriegt man manchmal so einen Abschluss am Ende. Ne? Also das nach hinten wird sozusagen immer weniger. Das werden wir jetzt auch im Nachgang noch ein bisschen ausführlicher auswerten, aber so ein bisschen Zahlen haben wir schon mal rausgeschrieben. Halt, ich muss hier nach unten. Also hier ist mal aufgeführt in Klammern die Anzahl der Anmeldungen auf Meetup. Ne? Das ist das, was wir quasi hart messen können. Wer hat sich angemeldet? Und dann eben die Anzahl der Leute, die maximal in den Teams-Konferenzen war. Und das ist immer vorne, also ist so zu lesen, vorne ist Anmeldungen und hinten ist dann die Teilnahmen aus der Teams-Statistik. Und da kann man auf der einen Seite hier bei den Zahlen mal sehen, das ist so diese typische Kurve, die nach hinten runterfällt. Die werden wir auch im Nachgang nochmal genauso wie in dieser Coursera-Grafik visualisieren. No, und was man auch sieht, ist sozusagen No-Show-Rate. Ich fand witzig, dass bei der Auftakt-Session mehr Leute da waren, als angemeldet waren. Also da hat man eine No-Show-Rate von -1%. No, und dann, wenn es so von Woche zu Woche geht, dann wird die natürlich größer. Ne? Von 6,7% dann bis zur Live-Session hier hinten, 17.06. Da waren dann 42%, die nicht da waren. Du würdest auch im Nachgang noch ergänzen, die MindGPT-Hands-on-Session, die wir ja noch hatten, und die Extra-Session heute Morgen mit dem Rack. Und dann haben wir das quasi vollständig, nur so dass man im Prinzip sagen kann, wir hatten insgesamt 2300 Teilnahmen gut, also Personen, die teilgenommen haben bei einer der Sessions. Auch da müsst ihr keine Angst haben, wir tracken keine Namen oder so, ne? Sondern das ist komplett anonymisiert und kriegen quasi eine No-Show-Rate im Durchschnitt von gut 20%, was fein ist. Genau. Warte mal, Wortmeldung, da brauchen wir das Mikro hier. Musst einmal auf den Knopf drücken. Jemand sagt im Chat, müssen die Menschen, die im Stream, die den Stream anschauen, nicht aufaddiert werden? Oh, das ist ein sehr guter Hinweis, ja. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das würde ich, warte mal, nehme ich mir gleich einen Zettel. Weil das war nämlich auch eine interessante Beobachtung, dass es in der Regel keine 3 Tage gedauert hat, bis halb so viele Leute nochmal das Video angeschaut haben, als im Livestream dabei waren. Wobei es dann natürlich auch sein könnte, dass jemand im Nachgang es nochmal nachschaut. Also das wäre auch spannend, könnt ihr gerne im Chat ein bisschen schreiben, was für einen Wert für euch diese Aufzeichnungen hatten. Ne? Oh, ja, sag gerne Also was dazu. ganz toll, und es war Frank Gehrig übrigens, nicht Ja, irgendjemand. perfekt, sehr schön. Der Punkt ist, dass bei uns in der Gruppe viele gesagt haben, dass sie montags mittags um 1 nicht wirklich gut daran teilnehmen können und deswegen sehr, sehr froh waren, dass es die Aufzeichnung gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass man ab Woche 2 gedacht hat, oh super, ich kriege ja die Aufzeichnung und dann muss ich nicht unbedingt alles dafür tun, um in die Live-Session zu kommen. Ja, also ich denke auch, dass es Leute gibt, die einfach unseren YouTube-Kanal abonniert haben und dann sich das Video anschauen, ohne dass sie überhaupt wissen, dass es den MOOC gibt. Ne? Also das kann man nicht sinnvoll auseinanderheddern. Aber ich finde es halt immer spannend bei so Formaten, ne? Dass man doch relativ schnell nochmal genauso viele Leute erreicht über die Konserve als über live. Ne? Und wir hatten auch einige Mails. Ja, Doris? Es gibt noch eine Handmeldung, Ah, falls du die Silvia, nicht ja. siehst. Ja, ist jetzt wahrscheinlich schon vorbei. Ich wollte auf die No-Show minus 1% reagieren. Mir ist es so gegangen, also ich weiß nicht, ob es wirklich an Meetup liegt, aber bei mir ist es so gewesen, dass ich immer erst sozusagen am Tag der Teilnahme dann auf Teilnehmen gedrückt habe und halt mir nicht sicher bin, ob ich das immer gemacht habe oder zumindest am Anfang auch der Link ja schon freigeschaltet war. Und also es könnte auch daran liegen, dass halt manche sich nicht angemeldet haben und nur auf den Link gedrückt haben. Ja, genau. Genau. Also das ist auch immer, ich glaube, Moritz hat es gerade, habe ich es im Vorbeifliegen gesehen, geschrieben, der Frustfaktor in Woche 2, damit ist bestimmt gemeint, dass wir ursprünglich ja die Idee hatten, mit einem Teams-Link zu gehen und dann an diese Tausender-Grenze gestoßen sind und Leute nicht reinkamen. Das könnte jetzt sein, dass es dann halt in der Woche 2, dass da nochmal ein paar Leute mehr dazugekommen wären. Wir haben logischerweise, nachdem der MOOC noch nicht zu Ende ist, noch keine Retro gemacht, aber für mich so eine Erfahrung, ich würde das nächste Mal irgendwie geartet noch einen Mailverteiler für die Anmeldung davor schalten, ne? Weil das ist relativ kompliziert, dass ich
wenn man jetzt alle erreichen will, müsste man theoretisch die Verteiler der einzelnen Termine auf Meetup anschreiben, weil es keinen übergeordneten Schreib alle an, die bei einem dieser 5 Termine dabei waren, aber schick bitte keine doppelten E-Mails-Funktion gibt. Ne? Und damit ist es so ein bisschen hakelig, wie kommt man quasi an alle ran. Ne? Okay, also das ist mal so ein bisschen statistischer Überblick. Sehr guter Hinweis mit dem YouTube, das werden wir ergänzen und werden auch so einen kleinen Evaluationsbericht auf jeden Fall noch schreiben. Ich muss wieder nach unten, nicht nach oben. Ja, aus dem Chat gibt es, finde ich, auch noch eine gute Rückmeldung, dass wir ja auch immer gesagt haben, du kannst immer noch starten. Und das kann natürlich gut sein, dass sich die Leute dann natürlich, die den Podcast von vorne bis hinten angeschaut haben, das könnte eins sein, das hat die Nicole geschrieben. Und diese andere, finde ich, schreibt sehr richtig, ganz genaue Zahlen werden wir wohl nicht bekommen. Aber ich feiere gerade, dass sich immer so viele Leute die Zeit nehmen konnten und wollten. Ja, schön. Ja, also ich habe auch, vielleicht hat man sich ein klein gesehen, einen Muskel hingemacht. Also ich fand auch, bin total zufrieden, wie das gelaufen ist. Ne? Auch werden ja normalerweise mit den Learning Circle Experience immer so 30, 40 Leute in den Runden drin. Und ich denke, da kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch total viel wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung von dem Lernpfad. Genau, dann schalte ich jetzt hier mal nach unten. Ich mache mir jetzt so einen kleinen Augenzwinkern. Unsere Idee für heute war ja, dass wir mal so ein bisschen reingucken, was ihr denn jetzt gelernt habt. Ne? Also so dieses sich gegenseitig über die Schultern schauen. Was waren so die Aha-Momente, die Sachen, wo ihr gesagt habt, da ist irgendwie im MOOC der Groschen bei mir gefallen. Und ich habe gestern Abend, jetzt bestimmt hat sich es mittlerweile geändert, aber habe mal den Screenshot gemacht. Da waren irgendwie 24 Einreichungen von Links bei Lessons Learn Beiträgen und genau 100% haben gesagt, sie wollen heute darüber nichts erzählen. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen reden über Kultur, weil gerade in so einem MOOC es halt wichtig ist, ich habe mal unten so die Hashtags hingeschrieben, ne? So dieses Open by Default. Ne? Auf der einen Seite gibt es Leute, die die Leitfäden schreiben, die Inhalte teilen, offen mit ihrem Wissen umgehen. Und dann ist natürlich auch schön, wenn man irgendwie zurückbekommt, was man denn gelernt hat und was die Aha-Momente sind. Ne? Viele verwenden so Sharing is Caring als Hashtag. Aber auch, das finde ich spannend, so für einen selber. In dem Moment, wo ich sozusagen für mich mal reflektiere, was ist denn aus den letzten 5 Wochen eigentlich meine Kernerkenntnis, denke ich da nochmal ganz anders drüber nach, als wenn ich jetzt einfach so zu Business as normal übergehe. Das merke ich selber auch beim Bloggen oder beim Podcasten oder so. Dann muss man es nochmal überlegen und wie formuliere ich es genau und wie ist die Quelle denn wirklich. Also dieses Formulieren von Lessons Learned hilft einfach, sich das selber für sich zu reflektieren. Deswegen sage ich mit einem Augenzwinkern, das heißt, falls diese 100% nicht ernst gemeint waren, dann haben wir jetzt einen Slot, wo er einfach, also wer mag, einfach in Teams die Hand heben kann und dann ganz kurz, da muss ja nichts vorbereitet sein, aber so in 1, 2, 3 Minuten, ja, 3 vielleicht nicht, 1, 2 Minuten nochmal so kurz Kernerkenntnisse teilen. Und ich bin froh, dass ich mit der Kultur falsch lag, weil ich sehe schon 2 Hände oben. Frank, du bist die Nummer 1 bei mir. Ich würde gerne meinen Bildschirm teilen, ist das okay? Na klar. Und ich teile jetzt. Muss euch eben noch auf den anderen Bildschirm wieder schieben. Genau, bist du in dem Browser mit dem Concept Board? Genau. Wir haben den Management, den Wissensmanagement Learning Circle jeden Dienstagabend gehabt. Und in der Gruppe haben wir das besprochen. Und der findet normalerweise für eine halbe Stunde am Dienstagabend statt und wir haben auf 1 Stunde ausgeweitet. Was dabei passiert ist, dass die Gruppe sich deutlich besser gefunden hat. Ich teile auch mal den Link zu dem Board und ihr könnt da gerne hinterher reinschauen. Das heißt, ihr habt euch die Folien, sehe ich da links, quasi auf euer eigenes Conceptboard kopiert? Das hatte ich jetzt fürs Feedback gemacht. Ja. Und dann hatte ich nochmal gemacht, ich muss es kleiner machen. Ich habe die Woche aufgetragen. Wow, Wahnsinn. Ihr seht hier unten die Wochen, normalerweise 12. Wir sehen hier oben die aktiven Wochen, die da waren. Und da war ja eine Pause drin, wie in Pfingsten. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal reinfahre, dann habe ich hier zu den Themen und zu den Katas jeweils auch den Link. Also man könnte auch da drüber gehen. Was super gut war, war die Pause zu Pfingsten. Das ist ein Learning, weil es sind auch Leute dazugekommen, die haben gesagt, ach, dann gehe ich da hinterher.
Und wir konnten uns dann nochmal so fangen. Und was unser Learning auch war, es war zu viel Theorie, fand ich am Anfang und weniger in den nächsten Wochen. Und deswegen war hier doch schon viel zu lesen und zu tun. Warte ganz kurz, der Markus hat Ja. im Chat geschrieben, könnt ihr das Spotlight auf den geteilten Bildschirm wechseln? Ihr müsstet eigentlich alle den geteilten Bildschirm in groß sehen, oder? Ja. Ja. Ja, sehen wir. Also falls es bei dir klein ist, klick einmal auf das Screenshare-Vorschaubild und dann müsste es groß werden. Sorry, Frank, zweiter Mal. Dann habe ich hier die Charta 12, da waren die Fragen drauf. Und Ja. diese Fragen haben wir dann hier auf dem Board. Beim letzten Mal war der Florian da, der Michael, der Friede und der Frank. Und wir haben hier die Antworten zu den einzelnen Themen und sind hier dann durchgegangen. Toll. Das ist jetzt, also ich mag jetzt kein betreutes Vorlesen machen. Ja, klar. Das macht mir keinen Spaß oder ich kann das auch nicht gut. Und was für mich wichtig war, so ein Meilenstein, ich gehe mal meine Spalte durch, weil die anderen können das auch selber vielleicht erzählen. Was nimmst du mit? Also die Beschleunigung, die Geschwindigkeit, die Verlorenheit, die neue Sichtweisen, Spaß am Lernen. Dann, was waren für mich wichtige Meilensteine, ins Tun kommen und die Kontinuität. Also dieser Lernzirkel, dass der immer wieder stattfindet und dass ich weiß, jetzt kommenden Dienstag treffen wir uns wieder, war wichtig. Im Circle hat mir gefehlt, dass zu wenig Greifbares gezeigt worden ist und sehr viel geredet worden ist. Ich kann nicht so ganz so gut zuhören, wenn jemand was erzählt, lange. Welche Pläne habe ich, noch mehr die Tools auszuprobieren und in dem Projekt Lernpfade zu nutzen, Menschen in meiner Umgebung mitzunehmen und Wissen zu teilen und zu lernen. Dann welche Aktivitäten? Eigene Aufgeschlossenheit ist ganz wichtig. Und ich finde auch wichtig, dass es Standards in der EU gibt und offene Systeme. Also nicht nur, dass Ja. die großen Player das haben. Ist gleich groß gedacht. Ja. Und dann hatte ich noch gesagt, füge ein Bild oder sowas. Und da möchte ich das Bild mit euch teilen. Das hatte ich mit einer KI gemacht und es ging in die Richtung. Zeig mir doch mal Problems am PDCA-Zyklus, aber anhand vom Bild von Escher. Ja, und für mich ist ein PDCA-Zyklus Problem Solving. Und du beginnst irgendwo und du gehst einen Zyklus ab und dann gehst du auf die nächste Ebene und du entdeckst immer mehr und du lernst immer mehr. Und dieses Problem, also dieser Turm, ist aber eingebunden in die Umgebung. Ja. Und dieses Bild hat mir nochmal eine ganz andere Sichtweise vom Problem-Solving- und PDCA-Zyklus gebracht. Ah, sehr schön. Okay, super. Danke dir. Danke auch fürs Teilen. Ich Gerne. würde von der Reihenfolge, weil dann sind wir so ein bisschen hybrid, Silvia, obwohl du auf 1 bist, erstmal dem Thomas das Mikrofon geben, weil der ist hier für Ort. Dann wechseln wir zu dir hinterher. Na, bin schon drauf. Magst du was teilen oder soll ich? Nee, ich Nö. habe mein Link vorher bereits Ja. in den Chat gehauen. Ihr wechselt nur bei mir auf meinen Fazit, damit ich so ein bisschen was. Hast du deine Kamera an? Ich habe meine Kamera an, ja. Okay. Gut. Also auf Basis dessen, dass die 12 Wochen auf 5 zusammengeschrumpft waren, hat bei mir die Tiefe ein bisschen gelitten. Ich bin aber ein paar Sachen relativ schnell und holprig drüber gegangen. Die Key Learnings, die ich mitgenommen habe für mich, waren zum einen, ich denke, ich habe angefangen, wie fast alle anderen, auch mit so einem Chatbot, hack mal ein wie Google. Also, das ist so die erste Erkenntnis. So Chatbots sind keine Suchmaschinen und ich muss da definitiv ein bisschen mehr Futter außenrum geben, wie wenn ich mich mit einer Person unterhalte. Und wenn man schon per Person oder Persona sind, das war also ein ganz, ganz tolles Learning bei mir mit drin, dass ich also in diesem Chat, diesem Bot dann sagen kann, jetzt betrachte das Bit oder antworte aus einer anderen Perspektive, so diesen Personawechsel mit drin und trotzdem den kompletten Content mit zu haben. Also das war für mich so eine ganz, ganz große Nummer an der Geschichte. Schön. Sehr schön. Danke dir.
Dann habe ich die Silvia noch mit der Hand oben. Lass da liegen, ruhig. Ja, vielen Dank. Also erstmal, mein Lernziel war ja relativ, also sehr niedrig, weil ich ja mit null Wissen reingegangen bin und den Anspruch hatte, einfach mal zu gucken, wie funktioniert KI, wofür kann ich das benutzen, und das hat sich aus meiner Sicht hundertprozentig erfüllt. Und die Learnings waren also einmal das, was der Thomas gerade erläutert hat, also die Veränderung oder das andere Umgehen oder die andere Kommunikation mit so einem Chatbot oder mit so einer künstlichen, also mit so einer KI. Also ich bin ja Google gewöhnt und stichwortartige Suche, ja, oder ja, auch Verbindung mit und oder whatever. Aber das fand ich toll. Das war für mich so ein großes Learning, wirklich das Gefühl zu haben, okay, also ich kann mich mit dem oder der unterhalten und kann dann auch noch mal nachfragen. Und das hatte dann auch insofern heute einen echten Praxisbezug, weil ich mit Vodafone geschattet habe, weil ich ein Problem hatte und das dann ganz lustig war und ich das dann wirklich auch anwenden konnte. Und das Zweite ist, dass mir das sehr geholfen hat, einen Learning Circle zu haben, um überhaupt dabei zu bleiben. Weil ich habe, also ich habe jetzt gerade in den letzten 2 Monaten unheimlich viel auf dem Tisch, so, weil eine Kollegin von uns erkrankt ist. Und das hat, also da haben mir die Live-Sessions und der Termin am Montag, ja, und auch die Learning Circles, also ich habe ja 2 mitgemacht, weil einmal Schreiben und Prompten und einmal dieses Stable Diffusion, das hat mir sehr geholfen. Also einfach dran zu bleiben, auch wenn ich zwischendurch mal nur eine halbe Stunde Zeit hatte, um irgendwas nachzulesen. Und insgesamt, also ich fand es toll in der komprimierten Zeit, aber für mich habe ich mitgenommen, dass ich den Leitfaden noch mal in 12 Wochen durchmachen, ja, ja, möchte, ja, um also jetzt, gut, ich bin ja nicht auf eurem Niveau, oder also mein Niveau ist ja grundsätzlich sehr niedrig, also ich muss da noch mal ran sozusagen, um, aber das noch wurde besser ja vorhin, zu werden. Aber genau, es hat gesagt, eben Appetit gemacht. Ich hatte überlegt, auch die Videos mal, man könnte mal die Teile, wo die Wochen erklärt werden, nochmal rausschneiden. Und dann ist ja für Leute, die in Zukunft den MOOC machen, könnten dann genau das nehmen, um asynchron den MOOC nochmal durchzuspielen. Da braucht man dann die ganzen Infos, ja, zu den Wochen auch nicht. Und für alle, die dabei waren natürlich, die Materialien bleiben ja bestehen. Und da, wo man sagt, da musste man jetzt zu schnell drüber, kann man das natürlich einfach nochmal nachmachen oder nochmal einen neuen Circle machen. Ja, was ich auch sehr hilfreich fand, waren die Erläuterungen von Marcel und den anderen haben habe ich jetzt Simon Roderos wahrscheinlich. Genau, ja, weil die das ja genau so erzählt haben, wie das in 12 Wochen funktioniert. Und das fand ich also sehr, ja, sehr spannend und auch hilfreich, um einfach mal zu hören, was habt ihr denn da oder was haben die denn da alles gemacht, auch wenn das jetzt in der komprimierten Zeit nicht, ja, so möglich, ja, war. Sehr und schön. Ich möchte danke gerne dir. Warte, an dieser Stelle ganz einen Satz noch. Ich möchte mich bei allen, die mitgemacht haben, insbesondere für die Orga und den tollen fachlichen Input bedanken. Also es war wirklich mal wieder ein absolutes Highlight und ich freue mich auf die LOSCON. Sehr schön. Danke dir, Silvia. Sehr schön. Und Doris habe ich als nächstes in der Liste. Ja, ich habe euch mitgebracht die Wortwolke aus unserem Lernzirkel heute, die ich dann auch verbloggen werde, sie zu sehen oder nicht. Kommt, glaube ich. Bei mir ist noch schwarz. Bei mir ist aber noch schwarz. Bleibt erstaunlich lange schwarz. Also du hast eine sehr schwarze Wortwolke gemacht.
Nein, eigentlich eine nicht. Wort bilden wollte vielleicht. Präsentation beenden. Okay, Sie sind Firefox. Vielleicht mag der Microsoft mal wieder den Firefox nicht. Ja, das könnte sein, ja, dass der den Bildschirm nicht aufnehmen darf. Aber dann freuen wir uns auf den Blog und den Link dazu. Genau, und da war es halt sehr schön zu sehen, dass eben jetzt, viele da Leute. Ist sie. Na bitte. Dass viele Leute das ausprobieren, super toll fanden und auch den Austausch auf jeden Fall, den wir haben, ist für mich immer wieder eine Bestätigung, dass diese Lerngruppen wirklich wichtig sind. Und unsere Rabbit Hole Deep Dive Sessions, die waren natürlich auch sehr, sehr cool. Und das Tool, was wir hier benutzt haben, ist von Phobis, das eben auch in dieser Runde von ein paar Leuten das erste Mal entdeckt wurde. Ja, sehr gut. Ich bilde mir ein, auf unserem Mastodon-Wall habe ich die Grafik vorhin schon durchlaufen sehen. Da war das erste heute Morgen, nachdem wir es gemacht haben, zumindest mal die Wortwolke, ja. Ja, okay, sehr schön. Alles klar, danke dir. Dann sehe ich den Philipp noch. Ja, hallo. Jetzt auch mal mit Bild. Ja, kann mich gut hören? Ja, super. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, also ich fand auch, wie eingangs erwähnt, die Regelmäßigkeit, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, ist halt immer gut. Ne? Da eignen sich die Lernzirkel schon allein deswegen, weil man sich halt irgendwie schon verpflichtet fühlt, zumindest mal sich damit ordentlich beschäftigt zu haben, ne? Bevor man dann mit anderen darüber sprechen möchte. Und was mich jetzt persönlich themenmäßig weitergebracht hat, war das Chain of Thought. Also, dass man die Zwischenschritte quasi so erklärt, wie man sie haben möchte. Ich muss sagen, ich habe mich dabei ertappt, als ich darüber dann auch in der Live-Session gehört habe, dass ich das gern andersrum gemacht habe, was viel umständlicher ist. Also, ich habe gesagt, mach mal das und das. Hab dann geschaut, was kommt und dann nachgebessert. Ne? Und wenn man das im Vornherein schon ein bisschen besser erklärt, dann spart man sich viele Ausbesserungsrunden hinterher. Also das hat mir viel geholfen, auch vor allem, weil ich viel mit Textbearbeitung und so zu tun habe. Mhm. Und ich hatte mir auch gehofft, dass ich neben ChatGPT anfange, auch mal mich so ein bisschen umzuschauen, was es sonst so gibt. Und im Rahmen dieser kurzen 6 Wochen habe ich mir jetzt Text-to-Speech ein bisschen näher angeschaut. Also wie man halt Texte dann mit KI ein bisschen emotionaler aussprechen lassen kann, anstatt sehr mechanisch, wie das ja früher auch oft geklungen hat. Und für die, die jetzt sagen, ja, man hat eine Suchmaschine, wie mit einer Suchmaschine geredet, es hat nicht so gut funktioniert. Da gibt es den Ansatz auch andersrum, bei Perplexity AI, die versucht ja eine Suchmaschine mit AI-Funktion zu verbinden und da kann man durchaus einfach Worte reinknallen und die findet dann auch entsprechende Ergebnisse. Also das fand ich auch ganz interessant. Also auch ein paar weitere Systeme kennengelernt und was mir auch sehr gefallen hat, ich bin im technischen Bereich unterwegs und ich habe nie so ganz verstanden, warum Large Language Models eine Abschätzung machen können, wie wahrscheinlich die Antwort als richtig halten. Und dieses Video, das da gepostet wurde, dazu, wie die Large Language Models überhaupt trainiert werden, hat mir erst so richtig das Verständnis dafür gegeben, wie die dann noch abschätzen können, wie wahrscheinlich das Ergebnis ist. Also es war dieses mit der neuen und wie dann mit Koordinaten geschaut wird, welcher Teil wo ankam und so. Das hat es für mich eigentlich erst, da hat es Klick gemacht. Ne? So kommen diese Wahrscheinlichkeiten zustande. Falls sich jemand jetzt fragt, welches Video das ist im Kapitel Neuronale Netzwerke im letzten Absatz verlinkt. Ja, genau. Also auch Lob dafür, ne? Der Leitfaden, das fand ich sehr schön organisiert. Da kann man drin rumstöbern und ja, deswegen ist Rabbit Hole, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, ne? Weil da kann man sich ja schon drin verlieren. Ja, also danke, war sehr schön und das sind die Learnings, die ich so mitgenommen habe. Ja, danke dir fürs Teilen, super. Ich habe gerade in den Chat gepostet, bevor ich an Florian übergebe, ist jetzt ganz neu rausgekommen, kommt bei den Links in die nächste Version des Leitfadens mit rein, das sogenannte Prompt-Report. Da haben sich 40 Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen, also sind, was weiß ich, MIT und so ist dabei, aber auch Microsoft und OpenAI, mal alles so geschnappt, was es an Studien, Tipps, Tricks zu Prompting gibt und bewertet, ob das Schlangenöl ist oder ob das wirklich funktioniert. Und da ist so eine recht schöne Mindmap rausgekommen mit den ganzen Prompting-Techniken und einem, ja, quasi einer Einschätzung, einer Beurteilung, funktioniert das oder nicht. Ne? Also ich share jetzt gerade den Screen nochmal. Ne? Und da tauchen diese ganzen Sachen wie Chain-of-Thought-Prompting zum Beispiel, Few-Shot-Prompting und so weiter auf.
So ein bisschen technisch der Report, aber wer da einen Tick tiefer rein will, da wäre das sicher eine ganz coole Quelle dafür. Und da war auch gestern ein Kollege von dem Simon, der gerade erwähnt worden ist, hat auf einer internen Veranstaltung was gesagt, das wusste ich auch noch nicht. Der hat gesagt, man kann die KI für sich das Prompten übernehmen lassen und der startet ganz viele Konversationen mit, mein Ziel ist das und das, was musst du dafür wissen, um die Aufgabe zu lösen? Und dann dreht sozusagen das Sprachmodell es um und listet auf, was es alles braucht. Und das kann ich Stück für Stück im Prompt wieder anfüttern. Und dann braucht man gar nicht so sich Großgedanken machen am Anfang, sondern man schießt den Ball einfach zurück. Habe ich ein paar Mal jetzt probiert, funktioniert auch sehr gut. Florian. Ja, also was ich auch, also auf den Vorbeitrag, also ich fand diese kleinen Videos ganz hilfreich, und die Grundlagen fand ich sehr spannend. Und was ich auch toll fand, waren die Podcasts, die kuratierten. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ansonsten war es tatsächlich tight mit den Cutters, auch wenn man dann noch versucht hat, das real anzuwenden. Das war die eine Sache. Was war es, Teig? Tight. Eng, also. Achso, Teil von der Zeit eng, ja, okay. Ja. Und eine Sache, die bei uns in der Gruppe aber noch hochgekommen war, mehrfach ist, dass es ziemlich viel Zeit kosten kann, die Ergebnisse zu validieren, weil immer wieder an unverhoffter Stelle gewisse Ausreißer sind in den Antworten. Zumindest war es bei uns so. Und man dadurch recht detailliert teilweise die Ergebnisse überprüfen muss. Und einige von uns haben auch trotz KI ein bisschen Bock bekommen, so klassische Sachen zu machen, die gar nicht mit KI gemacht werden. So einfach Programmierung ich war ein Wegedit Geschichten und Also sowas. das ist generell ein spannendes Feld, dass wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, systematisch, welche meiner Aufgaben kann Technologie komplett übernehmen oder unterstützen. Wie du sagst, landet man oft auch bei so, weil jetzt die letzten Jahre Trends, so Low-Code, No-Code-Anwendungen, ne? Stichwort Powerflow, Sabier, if this then that, all solche Sachen, wo dann an bestimmten Stellen vielleicht KI vorkommt, aber nicht überall. Also so generell sich das Leben leichter zu machen durch Technologie ist ein spannendes Mindset, denke ich. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, ich glaube, ich hatte es in der Eröffnung auch schon mal reingepostet. Das ist mein Lieblingscover vom New Yorker, November 23. Na, wo quasi sieht man so ganz klein jemand, der irgendeine Aufgabe hat, in dem Fall halt was zu schreiben und er holt sich die KI dazu. Und KI macht einen großen Zettel Müllpapier da draus und am Ende sitze ich wieder vor meinem leeren Blatt Papier. Ne? Also der Fall, den du geschildert hast, ne? Wenn ich es reviewen muss, dann ist ja zumindest am Ende nochmal was rausgekommen und ich kann es nutzen. Aber ganz oft ist es halt auch so, dass ich dann doch selber schreiben muss, weil ich es mit der KI oder malen auch bei Bildern, ne? War bei uns im Circle oft, weil ich es mit der KI nicht hinbekomme. Danke dir, Florian. Und dann habe ich, sehe ich die Hand Danke noch von der Gerlinde. euch. Ja, hallo. Ja, kann ich dem anschließen mit allen Lessons learned und Learnings, die wir hatten? Recht eng, kompakt vom Inhalt. Toll, immer den Fixpunkt zu haben am Montag als Antrieb. Viel gelernt zu Prompting, zu Tools. Jetzt muss ich sagen, zeitlich war es schwierig, den Cutters auch zu folgen. Daher habe ich meinen Fokus auch so ein bisschen, oder wir haben den Fokus darauf gesetzt, auch mal das Prompting zu nutzen und in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und haben genau das eben festgestellt, gestern noch wieder, die Ergebnisse müssen validiert werden, gerade wenn ich in die große, weite Welt gehe und nicht auf einen geschlossenen Raum von Daten und Knowledge-Graphen gehe, sondern tatsächlich schon in die weite Welt gehe. Und das führt mich zu dem, was wir für uns mitgenommen haben als Learning ist, zur Kreativität, zur kreativen Nutzung, ja, zu Textgenerierung etc., immer mit validieren. Für uns, was den geschützten Raum angeht, sprich eine Welt aufzubauen, die unser Geschäft betrifft, unseren Nutzen daraus, dass wir das rausziehen, was wir in unserem Geschäft gebrauchen können. Da braucht es dann den nächsten Schritt zu sagen, wie kann ich da eine geschützte Welt A von der Datensicherheit aufbauen und B, wie kann ich die KI so trainieren, dass das nicht, dass das Shit in, Shit out das beste Ergebnis gibt. Sagen wir es mal so. Also die Wissenslandschaft so aufzustellen im Vorhinein. Und da haben wir schon einiges parallel gelernt, dass das nicht so einfach ist. Also meine Lesson learned ist, KI ist kein Magic. KI ist eine sehr, 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 sehr
komplexe Suchfunktion. So habe ich es für mich mitgenommen. Ja. Wir hatten gestern in dem Meeting, da hat man drüber gesprochen, ich verwende gerne die Metapher vom Werkstudent oder der Werkstudentin, wo man sagt, wenn man mit einem Werkstudent das erste Mal zusammenarbeitet und sagt, was man haben will, kommt in der Regel nicht das raus, was man möchte. Ne, sondern es braucht so die Interaktion, die kommt mit was zurück und ich gebe Feedback und ich erkläre es nochmal genauer und welches Format will ich genau. Ne, und ich glaube, das ist wichtig, so wie man quasi das Ergebnis des Werkstudenten nicht gleich an Vorstand schickt, ne, braucht es immer den, was ich im Chat gepostet habe, den Human in the Loop. Und idealerweise wird der Bedarf, wie sehr ich im Loop sein muss, immer geringer. Ich merke bei so Übersetzungswerkzeugen wie DeepL zum Beispiel, ertappe ich mich, dass ich es reinkopiere, Übersetzung nehme und direkt verschicke und vielleicht nur noch ganz kurz mal drüber fliege, weil man da dem Ergebnis sehr stark vertraut. Und bei allen anderen Sachen aber ist, wie ihr sagt, halte ich es für total wichtig, dass man eben nicht jetzt seinen E-Mail-Eingang automatisiert und ChatGPT die E-Mails machen lässt, ne? Sondern da muss man schon immer im Loop noch sein. Super, vielen Dank euch beiden. Den Ralf sehe ich noch mit der Hand oben. Genau. Ja, vielen Dank. Also meine Lessons learned, alles, was jetzt die Vorredner gesagt haben, kann ich für mich auch so unterschreiben. Für mich waren ein paar Punkte sind noch wichtig zu sagen. Zum einen, das Konzept von LernOS finde ich genial gut, jetzt abgesehen von dem KI-Thema, dass man das lebenslange Lernen dafür eine Plattform hat, dass man Lerngruppen findet. Das ist unfassbar motivierend. Zum einen, weil man einen festen Termin hat, weil man eine Gruppe hat, mit der man sich austauscht. Die haben alle in der Regel einen anderen Hintergrund, einen anderen Zugang zu dem Thema. Das finde ich sensationell gut. Ich hatte da am Anfang ein bisschen Angst davor, mich irgendwie in so eine Lerngruppe reinzubegeben. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, komm, ich probiere das mal und habe einen angeschrieben, erst 2 Wochen später, weil ich da im Urlaub war. Und die haben mich sofort eingeladen. Das war super freundlich und wir haben uns getroffen. Es hat super funktioniert. Also das finde ich vom Konzept her schon mal ganz klasse. Was für mich ein Key Learning noch war, dass es tatsächlich um Wahrscheinlichkeitsmaschinen geht und dass zum Beispiel das Beispiel, die Buchstaben eines Satzes zu zählen, ja mehrfach unterschiedliche Ergebnisse gebracht hat. Das hat mich völlig irritiert erstmal, bis ich dann verstanden habe, warum das eigentlich so ist und damit auch für mich auch irgendwo vieles klar geworden ist, eben dass das nicht funktioniert hat, beziehungsweise nur dann, wenn ich es richtig beschrieben habe, nämlich Einzelzählen und dann Summe zum Beispiel. Zeitlich habe ich auch viel mehr Zeit aufgewendet als gedacht, aber das lag auch daran, dass ich einfach absolut angefixt bin und mich vor lauter Faszination eigentlich im Moment kaum aus dem Spielmodus rauskomme. Und ich merke auch, dass das mit dem Spielen eigentlich auch ganz viele Ideen kommen, wie kann ich es auch beruflich und professionell anwenden. Und der letzte Punkt, ich hatte jetzt die letzten paar Tage, das war auch ein Hinweis aus unserer Lerngruppe, auch mal mit Suno experimentiert und habe da zum Beispiel 2 Songs generiert in ganz kurzer Zeit, die sensationell gut geworden sind. Ich bin selber auch Musiker und bin einerseits fasziniert, was da rauskommt mit ein paar klaren Prompts. Auf der anderen Seite auch erschreckt es mich auch, wenn ich mir überlege, wie lange wir was machen müssen in unserer Band, um irgendwie einen vernünftigen Song hinzukriegen. Und da mache ich einen guten Prompt und der ist da. Also irre. Ja. Sehr schön. Danke dir dafür. Ich habe zu dem Zählen auch noch was Lustiges. Sekunde, gleich machen wir weiter. Wo man mal so sehen kann, dass das mit künstlicher und menschlicher Intelligenz vielleicht gar nicht so weit auseinander ist. Ich habe im Nebenfach Philosophie studiert und eine Story dort ist, dass Aristoteles in einem Buch mal geschrieben hat, dass Männer mehr Frauen haben Männer mehr Zähne haben als Frauen, nicht Männer. Männer haben mehr Zähne als Frauen. Und es hat bis ins 17. Jahrhundert gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, mal nachzuzählen. Also das ist 1500, 1600 Jahre, wo man das geglaubt hat als Wissen. Ne? Und so gesehen sind wir dabei, der KI relativ schnell hier beizubringen, die richtige Anzahl Buchstaben in einem Satz zu zählen. Genau, und ich hatte noch, ich glaube, Florian hat es gesagt, mit dem Podcast. Falls jemand von euch Podcasts hört, wir haben ja auf der Seite weiterführende Informationen im Leitfaden ganze Podcasts gesammelt und ich hatte angefangen, so eine Podcast-Kuration zu machen.
die kommt auch in die nächste Version des Leitfadens rein. Da ist quasi der Trick der, dass wir immer, wenn wir herausragende Episoden einzelner Podcasts finden, stecken wir die da rein. Also ihr seht jetzt im Screenshare, da ist Philosophisches Radio, aber auch Latent Space oder CT oder von SAP der Podcast. Das heißt, wenn ihr den abonniert, dann bekommt ihr quasi die kuratierten Podcasts des Leitfadenteams auch in Zukunft. Da würde ich euch einfach mal den Link noch in den Chat für die Podcast-Hörenden kann man einfach abonnieren. Da wird man jetzt auch nicht zugespammt mit Podcasts, ne? Aber so im Monat ein, zwei neue Episoden, wo wir aber wirklich auch nur die Highlights, die sowas ganz Besonderes hervorheben, reinnehmen. Dann sehe ich die Leonie noch mit der Hand oben. Ja, ich hätte noch was anzufügen, neben all den Sachen, die schon gesagt wurden. War es eine tolle Reise. Bei uns in unserem Learning Circle war es auch ein bisschen turbulent, weil ständig irgendjemand im Urlaub war oder weg war. Oder wir haben uns sehr unregelmäßig getroffen, aber wir haben uns immer, und das fand ich super, vor den festgelegten Terminen trotzdem abgesprochen und geklärt, wer ist da und so. Also das hat uns alle irgendwie bei der Stange gehalten. Das ist total super. Eine war auch oder ist auf Weltreise, die war auch immer dann zeitverkehrt irgendwie mit dabei. Also das hat alles dann doch auch irgendwie geklappt im Austausch. Ist das der Pin in Mexiko oder Peru gewesen? Ja, genau. Und jetzt ist sie in Australien, irgendwo im Urwald quasi da und so weiter. Auf jeden Fall war das toll. Also wir waren alle immer irgendwie dabei. Und wir haben jetzt vor allem beschlossen, dass wir weitermachen, also dass wir unseren kleinen Circle nicht aufgeben, und das wollte ich nur noch mit reingeben, das ist ja vielleicht auch für andere eine Option. Das finde ich super, und da wird bestimmt noch viele weitere Erkenntnisse werden folgen. Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich muss mal gerade gucken, ich glaube, ich habe noch eine bessere Quelle dann im Nachgang, aber ich würde die mal kurz teilen. Das Konzept von Mastermind Groups. Das kommt aus einem relativ alten Buch von Napoleon Hill, ich glaube 1927 oder sowas, ist das erste Version rausgekommen, wo er sich mal angeguckt hat, was machen eigentlich die Leute, die sehr erfolgreich sind. Und ein Aspekt war, dass die in Gruppen sind, wo sie regelmäßig über Probleme, Herausforderungen, was muss ich gerade lernen, sprechen und sich gegenseitig helfen. Und mir geht es auch so, wenn ich gemerkt habe, jetzt in einem Learning Circle, das passt so von der Chemie und man trinkt auch mal gerne ein Bierchen zusammen. Daraus sind so Mastermind-Gruppen geworden, die dann vielleicht nicht jede Woche sich mehr treffen, aber vielleicht alle 3 Monate oder alle 2 Monate oder auch nur alle Halbjahr oder so. Und trotzdem eben diese Effekte, die ihr vorhin beschrieben habt, ne? Man motiviert sich gegenseitig, man hat so einen Rhythmus, um am Ball zu bleiben. Man will auch beim nächsten Treffen irgendwie einen Fortschritt präsentieren zu irgendeinem Thema. Also das würde ich euch empfehlen, falls ihr da Lust habt, den Circle nicht enden zu lassen, sondern eben in so eine Struktur irgendwie zu überführen. Danke dir, Leonie. Dann sehe ich den Rainer noch. Ja, die vielen positiven Feedbacks, wo ich praktisch das meiste heftig kopfnickend genauso hätte sagen können, hat mich jetzt noch dazu gebracht, auch nochmal aus unserer Runde ein paar Lessons Learned zu berichten. Die sind nämlich durchaus anders gelaufen, als das ursprünglich oder wie Circle eigentlich gedacht sind. Ich habe nämlich versucht, bei uns in einem Business-Netzwerk, ein loses Netzwerk von Senior-IT-Beratern, da einen Circle zu gründen. Und am Anfang waren viele dabei, ja, das schaffen wir gar nicht regelmäßig. Das ist das, was ich vorhin im Chat gepostet habe. Aber durch die Aufzeichnungen wurden die doch immer wieder angefixt. Ich schaue mir die Aufzeichnung an und sind dann doch immer wieder vorbeigekommen. Und so hat sich dieser Circle eigentlich mehr zu einer offenen Diskussions- und Austauschrunde entwickelt, weil ich hatte es bei uns auch im Teams als Channel-Meeting angesetzt. Dadurch haben alle das gesehen. Und dann waren nicht nur die 5, 6 Kernmitglieder aus dem Circle da, sondern manchmal 7, 8 und immer wieder andere. Und die Lessons Learned war jetzt zum einen mal, es war am Anfang bei uns ein unheimlich hoher Leistungsdruck oder ein Gefühl, oh Gott, es ist hier so viel zu tun. 2, 3 Cutters pro Woche, 1 Stunde pro Cutter steht normalerweise drin. Die Arithmetik sagt, oh, da muss ich mehr Zeit reinstecken. Und das hat eigentlich kaum einer geschafft. Bei vielen kam dann so ein schlechtes Gewissen auf. Bis wir das dann so intern für uns auch mal geklärt haben, logischerweise, das ist ja nur ein MOOC und kein echter Circle,
sondern es geht ja um das Feedback zum Guide und schaut mal alles durch, lass uns drüber reden. Und dann hat sich auch das Gespräch weniger jetzt über die Themen, die in den Katas angegeben waren, dann entwickelt, sondern mehr wieder auf diese ethischen Sachen, also eher, wenn man so will, Stammtischdiskussion, aber auf einem etwas erhöhten Niveau sozusagen. Und was sich dann relativ schnell auch gerade bei diesen Senior-Experten, die ja als Interim-CIO arbeiten und mit allen Wassern gewaschen sind, so eine gewisse Betroffenheit sich eingestellt hat, so nach dem Motto, oh, ich habe immer gedacht, mich kann dieses Thema nicht treffen, weil ich stehe oberhalb von dem, so wie manche Rechtsanwälte oder Steuerberater glauben, nee, ich habe so viel gelernt, ich stehe da oben drüber, das trifft die einfachen Sachbearbeiter. Nee, dass auch da sich das, die Leistungserwartung an Berater ganz gewaltig wandeln wird und dass nicht die KI uns den Job wegnehmen wird, sondern Leute, die besser mit KI umgehen als wir dann. Ja. Und das war auch bei vielen da so eine Erkenntnis. Und ein Effekt durch die offenen Runden waren, dass dann auch einige der Experten, die sich mit KI viel tiefer drinstecken als wir in unserem Arbeitskreis, dann auch dann immer wieder die Diskussion übernommen haben, eigene Tools vorgestellt haben. Und dass wir jetzt gesagt haben, hey, wow, wir haben ja so viel Know-how dazu in unserem Netzwerk, von dem wir gar nicht wussten, dass wir das jetzt auch aus diesem temporären Arbeitskreis, Lerngruppe, jetzt auch den Plan haben, das kontinuierlich weitermachen, weil das Thema entwickelt sich so schnell, da muss man einfach dranbleiben. Vielleicht dann mit dem überarbeiteten Guide dann auch mal wirklich einen offiziellen Circle durchziehen. Sehr schön. Ja. Super, danke dir, Rainer. So, ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, alle, die was sagen wollten, konnten was sagen. Ich weiß nicht, Doris, ist irgendwas noch im Chat vorbeigeflogen, was erwähnenswert wäre? Es gab nur noch das Feedback, dass jemand, die Elvira geschrieben hat, dass sie in den Ferien war, aber auf jeden Fall das Thema in ihre Organisation hineingetragen hat. Und das ist ja auch schön, wenn halt durch so ein MOOC dann dieser Impuls kommt, Mensch, stimmt, wir könnten das eigentlich bei uns auch machen, finde ich also ganz toll, dass auch so eine Reaktion dann stattfindet, ja. Ansonsten natürlich viele Dankeschöns. Sehr schön. Sehr schön. Dann habe ich mal meine Folie nochmal geteilt. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr noch ja. Ganz Marianne, kurz. Gerne noch. Und zwar deshalb, der Marcel und ein paar andere, die haben sich ja die Mühe gemacht, das in OneNote reinzupacken. Und ich habe leider in meinem Circle die Leute nicht überreden können, dass wir das nutzen, aber ich habe es dann genutzt. Und zum Beispiel jetzt habe ich ein bisschen mitgetippelt, die Informationen, die Learnings. Und ich bin ganz sicher, dass einfach diejenigen, die jetzt nicht dabei sein konnten, da einfach Spaß haben dran. Ne? Und also die Rückmeldung habe ich bekommen. Und für mich also war das echt hilfreich, mit OneNote zu arbeiten. Und ich habe jetzt diesen KI-Modus und alles, was ich so mitgenommen habe, super dokumentiert. Also war eine coole Aktion. Vielen Dank. Sehr schön. Kleine Randnotiz, Stellenangebot, unbezahltes. Wir würden gern in die Produktionskette der LernOS-Leitfäden einbauen, dass nicht nur PDF und Webversionen und so produziert wird, sondern auch OneNotes. Weil ich finde, OneNote, ne, wenn man jetzt ein Learning Circle in den Teams abbildet und packt ein OneNote rein, da kann jeder Notizen reinschreiben. Das ist so ein bisschen fummelig, weil dieses Format nicht so richtig gut dokumentiert ist, aber ich glaube, es würde gehen. Also falls irgendjemand Coding-Skills hat und im Sommer mal so ein Sommerentwicklungsprojekt machen will, LernOS-Produktionskette, um OneNote zu erweitern, dann herzlich gern bei mir melden. So, dann würde ich, Moment, ich würde halt, gerne, Simon, ich würde ganz kurz gerne eine Rückmeldung dazu geben. Ja, und zwar, ich benutze auch OneNote, habe aber das Problem, dass ich externe OneNotes nicht in mein Firmen-OneNote übertragen kann. Also ich habe auch nicht die Möglichkeit externe, also ich habe das schon häufiger probiert, auch über die GFWM-Adresse, die ich ja auch habe.
Und das wollte ich nur zu bedenken geben, dass das also nicht so trivial ist, wenn man über ein Firmennetzwerk teilnimmt, so wie ich das mache. Also die Teilnahme bei Teams ist nicht das Thema, aber ich kann das OneNote zum Beispiel nur im Browser öffnen und das ist unangenehm zum Arbeiten. Ja gut, ist auch nur quasi nur ein Angebot quasi, ne? Wer das nicht nutzen kann, kann es natürlich auch auf anderem Weg. Wenn wir das mal hätten, würden wir so ein bisschen mit dokumentieren, wo es geht. Also mit diesen OnePKG-Files, die kann man halt dann importieren, wenn man den vollen OneNote-Client auf Windows hat. Dann kann man die öffnen, so wie eine Word-Vorlage und kann die dann auch, die muss man dann per Copy und Paste in die internen OneNotes kopieren, also man kann sie auch nicht direkt importieren. Okay. Aber wenn man jetzt nur die Webversion hat oder auf dem Mac ist oder so, ist man raus. Also das ist so ein bisschen hakelig. Na, aber gerade jetzt wie in Marcells Fall, die den MOOC ja intern bei Conti laufen lassen, ne, wo ich das dann in einem Teams anbieten kann, dafür ist das halt total gut. Aber nicht für jeden natürlich. Ne? Und dadurch, das ist vielleicht auch nochmal ein Satz, mit dem Zettelkastenteam, Andi hatte ich schon mal gesprochen, der Zettelkastenleitfaden, die arbeiten ja mit so Sachen wie Rome Research, Obsidian und so weiter als Notizbücher. Und dadurch, dass unsere ganzen Inhalte Markdown sind, sind wir schon in dem Format, wie Obsidian das auch schlucken kann. Na, also das wäre auch eine Öffnung, dass man sagt, man hat die ganzen Leitfäden dann auch in Obsidian und kann sie dort editieren. Aber oder das ist so ein Notion bisschen, hätte ich noch als Vorschlag, weil das benutzen Notion, ja auch sehr, genau, sehr viele. Ja, kannst du also. Wie gesagt, wir sind immer offen für Leute, die sich in so eine, in ein Teilthema mal reinnörden und sagen, Leitfaden to Notion, immer melden bei mir. Gut, was haben wir noch? Wir werden aufschlagen bei euch mit dem Wunsch, dass ihr uns jetzt zum Abschluss nochmal ein Feedback gebt. Wer will, kann schon mal den QR-Code abscannen oder ich habe auch den Link in den Chat gepackt. Das wäre total schön, wenn ihr das irgendwie im Lauf, sagen wir mal, des Wochenendes oder Anfang nächster Woche schafft, weil das Leitfadenteam ganz gerne die Ergebnisse aus dem Feedback vom MOOC auf die LOSCON mitbringen würde. Ne? Die Ellen liegt hier schon ganz heftig. Also das wäre super. Das kommt aber auch nochmal als E-Mail an alle. Also müsst ihr nicht direkt machen, aber wer will, kann es abscannen. Dauert ein paar Minuten und dann habt ihr es vielleicht im Nachgang an die Live-Session direkt erledigt. Gut, und dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Das eine ist natürlich die Frage, klar, Mastermind Circle, aber wie geht es denn so generell weiter? Wie können wir mit unseren Themen als Community beieinander bleiben? Wir haben bei uns in der Community, in dieser Connect Community, einen Einsprungspunkt künstliche Intelligenz angelegt, ne, wo in Zukunft auch immer, ne, da waren auch jetzt zum Beispiel diese Links aus dem Chat, aus unseren Live-Sessions drin. Immer wenn es was Neues gibt, eine neue Version des Leitfadens oder so, werden wir das dort posten. Na, also wer da ein bisschen in der Community mit am Ball bleiben will, die Anmeldung in der Community ist kostenfrei, da kriegt ihr auch keinen Spam oder Werbung oder irgendwas. Na, dann könnt ihr da rein und dann ist vielleicht das die Kategorie für euch. Und natürlich, halt, ich muss schon wieder nach unten, nicht nach rechts, für die, die auf die LearnerS Convention kommen, dort wird es natürlich einen ganzen Haufen Sessions und Erfahrungsberichte und so weiter auch geben. Für die, die angemeldet sind, am Montag gehen die Einladungslinks auf den Discord-Server raus. Da kann man auch Fahrgemeinschaften bilden und sich absprechen. Da gibt es Bereiche, wo die Learning Circles sich selber Chaträume anlegen können und so weiter. Auch das ist in den Folien verlinkt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal drauf schauen. Und dann bleibt mir zum Ende jetzt, ihr seht unten schon eine Liste von Firmen, als Abschluss einfach nochmal Danke zu sagen an verschiedene Fraktionen. Also zum einen die Firmen, die ihr unten seht, die LV, DATEV, SAP, die Helsiniers, Telekom, Bayernwerk, IPI und Vitesco, das sind die sogenannten LernOS-Supporter. Das sind einfach Firmen, die LernOS intern intensiv nutzen, die uns da einen kleinen Obolus pro Jahr geben, wo aber vor allen Dingen Leute mithelfen, wie Marcel von Conti zum Beispiel, der Thomas von SAP, Simon Roderos, der den Prompting Guide gemacht hat von der DATEV, die einfach mithelfen, dass diese Inhalte entstehen. Und wo wir jetzt auch einen gewissen Teil dieses Obolus eingesetzt haben, dass jeder, der auf die LOSCON kommt, eine Druckversion des Leitfadens bekommt. Das finde ich auch immer nochmal spannend, ist natürlich auf umweltschonendem Papier gedruckt und so weiter. Aber ich beobachte, dass wenn so Inhalte irgendwie in Büros auf Tischen liegen, dann fängt man an, drüber zu sprechen, dann fragt jemand, was machst denn du da? Also das hat einen anderen Effekt, als wenn irgendwo ein PDF auf meiner Festplatte liegt. Also an der Stelle ganz großes Dankeschön an die LernOS-Supporter.
Und natürlich danke an euch alle, die mitgemacht haben. Ne? Ohne die Massive Crowd ist ein Massive Open Online Kurs nicht massive. An alle, die Leitfaden, das ganze Leitfadenteam, was mitgewirkt hat, findet ihr auf der Leitfadenseite. Und natürlich besonders auch nochmal an die Doris, den Marcel und den Simon, die mich in den Live-Sessions immer so schön unterstützt haben. Und wenn ihr wollt, macht alle euer Mikrofon auf, dann können wir einmal einen kleinen Applaus für die alle geben und für unsere Lerner und Supporter. So, mein Weltbild ist gerettet. Wir haben 3:04. Es haben viele Leute geshared. meine Horrorvorstellung, dass keiner heute was teilt und wir sind schon 9:30 zu Ende, ist nicht eingetreten. Das heißt, wenn es nicht noch irgendwas gibt, gerade ein paar Hände habe ich gesehen, aber das sind meist die sich beim Klatschen verklicken, weil Teams nämlich die Reaktionen und das Händeheben nebeneinander gemacht. Genau, ja, das ist schon das Bullshit-Bingo hoch. Da wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Für alle, die noch was nachholen müssen im MOOC, nutzt die Zeit. Bleibt auch gern zusammen, vernetzt euch und vielleicht sehen wir uns beim einem MOOC der Zukunft mal wieder oder auf der LostCon eben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss, schönes Wochenende. Danke, ciao. Ciao nach online. Tschüss. Ciao, schöner Blick da zu euch. Ja, sieht danke. Cool aus. Wir werden auch noch ein Käffchen jetzt trinken. Ciao, ciao. Ciao.